Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier und wir sind auf der Zielunka wieder mal. Yo! So, der Fiat läuft hier gerade warm, weil mit dem müssen wir noch ein bisschen aussäen und zwar rote Beete und Karotten sind, glaube ich, noch das, was uns fehlt. Denn wir kommen sozusagen jetzt zur dritten Aussaat, denn wir sind im Juni und ich habe auch gerade festgestellt, dass hier unser Grasfeld bereits wieder erntereif ist. Und wenn das gemäht ist, dann können wir uns überlegen, denn Gras haben wir wirklich jetzt jede Menge hier auf diesem Feld, beziehungsweise hier auf dieser Map für uns und für unsere Schafe, dass wir dann auf jeden Fall hier, glaube ich, auch nochmal was ansäen können. So, jetzt aber geschwind hier in den Fiat rein. Und dann tigern wir als allererstes mal rüber und bringen hier noch ein bisschen rote Beete aus. Dann haben wir das, wie gesagt, sozusagen im Triple. 3 Monate hintereinander und auch auf den anderen Feldern. Im Moment ist es noch so, dass wir das Ganze praktisch auf dem Feld in 3 Stufen ausgebracht haben, sodass wir dann auch bei der Ernte, denke ich, so sollte es wohl funktionieren, auch in 3 Stufen ernten können. Und dadurch haben wir dann immer ein bisschen Material für unsere Produktionen. Dann häuft sich das nicht so und ich glaube, das sollte dann so passen. So. Na, da sieht man auch die verschiedenen Wachstumsstufen schon, dass es da drüben also ganz rechts deutlich schon höher ist. Ist auch ein bisschen die breitere Bahn. Dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hier am geschicktesten reinkriegen. So, so ungefähr, oder? So. Oder? Ja, ja, das wird wohl so passen. Eine Bahn hoch, eine Bahn runter und dann haben wir nochmal hier rote Beete auf diesem Feld. Gut. Ich schaue mal ganz kurz, wie es denn aussieht hier mit Stickstoff. Also da müssen wir nochmal düngen. Hier drüben ist schon alles perfekt gedüngt. Und das hier ist auch im Wachstum rote Beete. Zeigt er da sonst noch irgendwas an? Unterschied? Nein, wir haben entsprechend die Werte hochgepusht. 99, hier drüben 88. Ja, da müssen wir noch düngen. Und auch hier, ihr seht es, wir haben mit der Fräse gearbeitet und dadurch haben wir jetzt kein Unkraut auf dem Feld. Wir müssen also hier nichts machen. Gut, wo ist er denn? Da ist er doch, unser Fiat. Sehr, sehr schön. So, da haben wir, glaube ich, ein bisschen schon gedüngt. Ja, man kann so ungefähr erahnen, wo hier angesät ist. Aber das ist jetzt auch nicht so das Problem. Das können wir jetzt auch schnell noch den Rest von Hand abfahren. So. Tempomat rein. Und das Schöne ist eben auch mit diesen Dämmen. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen, die Spur zu halten. So. Wunderbar. Sehr schön. Also, wir sind jetzt im Juni. Das heißt, wir bringen jetzt die Felder alle so weit in Position, damit wir also dann in Bälde mit der Ernte beginnen können. Dann haben wir ja, wie gesagt, unsere Dosenproduktion und ich will ja noch einsteigen in die Suppenproduktion. Und ich habe beim Kollegen Senz mal wieder reingeschaut. Der kommt ja auch gut vorwärts hier und auf seinem Projekt hier auf der Zielunka. Und bei ihm habe ich mir dann wieder ein bisschen was abgeschaut, nämlich den IT-Runner. Also wir werden, oder ich will es mir auch ein kleines bisschen einfacher machen. Ich habe jetzt hier auf der Dosenfabrik oder an der Dosenfabrik habe ich mir ja einen Gabelstapler schon mal hingestellt und einen Anhänger, mit dem wir ja auch ein bisschen tiefer, also runtergehen können, flach, damit wir dann eben auch besser das Ganze beladen können. Aber wir schauen mal, wie wir das mit dem IT-Runner machen. So, und das jetzt wieder einklappen. Und weil mit dem habe ich nämlich bis jetzt auch noch nie gearbeitet und ich finde es eine ganze Reihe oder eine interessante Geschichte und die sollten wir uns vielleicht auch mal gönnen und das mal damit probieren, denn eins ist natürlich klar, wir werden in Zukunft sehr viele Paletten machen, denn ich habe vor, auf jeden Fall die Ernte mit dem Ernteanhänger zu machen, der eben diese 4 Paletten immer verarbeitet. Und das heißt, wir werden mit sehr vielen Paletten arbeiten. Und da hilft uns natürlich ein Autoload, wo wir natürlich auch so ein bisschen, ja, das macht der gute Sense eben auch, so ein bisschen in Kompromiss gehen. Wir unterstützen oder wir nutzen das Autoload.
So, jetzt muss ich aufpassen. Wir müssen ja hier auf Karotten, ne? Das war doch Karotten. So, hier sieht man wieder mal Unkraut. Da werden wir dann gleich auch wieder mit unserer Hacke drüber gehen, mit der Hacke. Ja, steht auch. So, hier haben wir Unkraut bereits bekämpft. Genau richtig, aber eben auch ohne Damm. Und jetzt haben wir hier noch die Dämme und da sollte es jetzt kein Problem sein. Da drüben auch haben wir ja im Vergleich als erstes alles im grünen Bereich. Sieht sehr, sehr gut aus und da wird es richtig gute Erträge geben. So, Dele. Ja, dann schauen wir mal hier ein kleines bisschen ran, weil so viel wollen wir ja gar nicht verschenken. Und ab die Post. So, wir werden noch ein Auge drauf werfen, ob der Helfer, weil ich traue der Sache nie, aber der dürfte ja normalerweise keine Fruchtzerstörung, also das heißt, der hat ja keine, ohne Grubbern sozusagen, Direktsaat ist das meines Wissens keine, also dürfte er nicht auf die linke Seite rüber preschen. So, hatten wir, so, also das hier meinte ich, den Anhänger haben wir uns ja das letzte Mal gegönnt und da werden wir immer so schön das Produzierte hier draufpacken und wenn es dann soweit ist, dann können wir damit dann zum Händler fahren. So, der Johnny wird jetzt erstmal hier das Gerätsche aufnehmen, dann fahren wir damit zum Feld, müssen aber ein bisschen auf ein Auge auf unseren Fiat werfen. So. Jetzt hoffe ich ja stark, dass er nach rechts abbiegt und nicht nach links. Bingo, das passt. Sehr schön. So muss das sein. So, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ja, auch beim Sens hat man dann gehört oder gesehen. Wir müssen mal schauen, wie das Ganze sich hier verhält, dann bezüglich den Bewertungen, wenn wir hier mit... eben so eigentlich nur runterlassen und drüber fahren und das können wir selber. Wenn wir eben hier mit der Hacke arbeiten und eben nicht überall Unkraut bekämpfen. Ja, mal schauen, wie sich hier die Bodenwerte entsprechend dann verhalten und verändern. Das werden wir natürlich beobachten und im Auge behalten. So, ich glaube, das passt genau so hier von der Bahn. Und da fahren wir mal ein bisschen noch rechts rüber. So, ja. Und der Fiat macht auch seinen Job. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also mir gefällt es eigentlich, muss ich ehrlich sagen, mir gefällt es im Moment sehr, sehr gut. Dieses Pack eigentlich mit den Geräten und die Art und Weise. Natürlich muss man jetzt ehrlich sein. Ich meine, das macht jetzt keinen großen Unterschied vom Bearbeiten und so weiter. Ob da jetzt rote Beete, die Karotten oder die Pastinake da unten irgendwo angesät ist. Das ist dann im Prinzip nur ein bisschen was andere Texturen. Aber, wie schon festgestellt wurde, scheinen wohl die Möhrchen den größten Ertrag zu bringen. Und das werden wir uns dann auch mal ansehen, wie sich das dann mit der Suppenfabrik dann auch verhält, die wir uns dann noch an- oder zulegen wollen. Wenn es dann soweit ist mit der Ernte, vor allen Dingen auch wegen den Kartoffeln, weil in der Suppenfabrik wir ja auch Kartoffelsuppe herstellen können. Und dann können wir nämlich auch unsere Kartoffeln gleich verarbeiten. Ja, da werden wir das dann ein bisschen beobachten, wie das dann mit den Erträgen ist. Also sprich, wie viel Geld bekommen wir für die verschiedenen Fruchtsorten und was wird sich wohl am ehesten lohnen. Aber trotzdem, denke ich, macht es Sinn, dass wir einfach so vom Spielerlebnis nicht uns auf eine Frucht dann am Schluss konzentrieren, sondern natürlich dann doch ein bisschen auf alle. Aber wir werden natürlich dann das große Geld mit einer Frucht, denke ich, machen. Darauf scheint es nämlich hinauszulaufen. Und die Möhre scheint wohl hier der Gamechanger zu sein. Und deswegen werden wir natürlich die großen Felder, so wie dieses hier, mit Möhrchen anpflanzen bzw. bewirtschaften. So, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen zu weit links, glaube ich, gestartet. Aber so sollte es eigentlich jetzt passen, denke ich. Ja, jetzt wäre das richtig schön in der Spur. So, auf jeden Fall mit der Hake sind wir sehr nachhaltig, weil wir eben nichts ausbringen müssen. So, wieso haben wir denn da... Augenblick mal, wieso haben wir denn da so eine schräge Bahn hier? Das da.
Kommt denn das zustande? Haben wir das nochmal? Ach, da haben wir das auch nochmal. Interessant. Okay. Okay, okay, okay. Interessant. So, der Kollege hat noch ein paar Bahnen. Er hat noch ein paar Bahnen vor sich. So, passt das so? Kommen wir so drauf? Kriegen wir so das ganze Unkraut beseitigt? Nee, da war noch was übrig. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da. Okay. So, ich denke, das passt. Oh, jetzt wird's so kritisch, oder? Kriegen wir das jetzt mit hier? So sollte es jetzt doch passen. Gut, dann haben wir jetzt auch hier, das müsste es gewesen sein, jedenfalls vom Unkraut. Wir schauen mal kurz in die Karte. Zack, in diese Richtung, Unkraut, wo sind wir denn, wo sind wir denn, hier sind wir, oh, da ist noch eins übrig, naja, okay, das werden wir verschmerzen können, auf der Größe des Feldes hin, jetzt schauen wir mal, sieht man schon was, wo sind wir denn, wir sind bei 3%, okay, 57, Unkrautbekämpfung 18,8, okay, hier haben wir noch nicht gedüngt, hier zeigt auch noch nichts von Dünge an, okay, hier kommt komischerweise eine Anzeige wegen Düngen, okay. So, jetzt nochmal kurz schauen. Haben wir nicht irgendwo was vergessen? Nein, das passt soweit. Also, Unkraut ist bekämpft. Wir schauen mal. Oh ja, er muss auf jeden Fall noch eine Bahn ziehen. Auf jeden Fall. Dann können wir in der Zwischenzeit, ups, dann können wir doch in der Zwischenzeit den Kollegen schon wieder wegräumen. Schalt, 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 schalt. Und mit dem Fendt werden wir dann anfangen zu mähen. Wir haben jetzt aber nur das Frontteil. Ja, aber wir müssen eigentlich nicht mehr so viel mähen. Nee, nee. Weil wie gesagt, Gras haben wir jede Menge. Wir haben hier einen Ladewagen voller Gras noch übrig. Und die Schafe fressen ja im Moment noch nicht so viel. So, sind aber sehr produktiv, muss man schon sagen. Denn die erste Fuhre Wolle haben wir ja schon weggebracht. So, falsch. Stopp. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Jetzt, so. Okay, kurz schauen. Nicht, dass der uns... Nee, das sollte kein Problem sein. Wir gucken nochmal kurz in die Karte, wie es denn jetzt aussieht. Aha, okay, Karotten, sehr schön, da haben wir unsere Kartoffeln, da haben wir unsere Pastinaken und da oben die rote Beete, sehr schön, das passt, das passt. Das gefällt mir gut, dann werden wir ihn hier noch beobachten, wie er die letzten Bahnen fährt oder beziehungsweise die letzten Meter fährt und dann sollten wir ins Mähen gehen. Dann darf der Fendt mähen und wir werden mal schauen, ob wir hier mit dem Fiat dann die Ballen machen. So, das sollte es gewesen sein. Wir klappen ein. Jo. Dann müssen wir eigentlich nur noch düngen und das können wir dann mit dem Johnny machen, mit dem John Deere. Aber es ist ja noch früh am Tag. Augenblick. Ja, wollte gerade sagen, hatte schon die Befürchtung, dass ich hier die Abfahrt verpasst habe, aber hier geht's erst zu unserem Hof. So, und auf die Kartoffelernte, da bin ich auch richtig gespannt. Da brauchen wir noch eine Maschine, die wird uns aber nicht allzu viel kosten. Und da bin ich, wie gesagt, richtig gespannt, wie das dann funktioniert. Ob wir das auch theoretisch mit zwei Helfern hinkriegen. Wir werden sehen. Wobei,
das Ablegen der Spat ist ja nicht das Thema. So, da haben wir die Sämaschine und dann würde ich doch fast sagen, packen wir das andere Gerät nebendran. Das passt dann so ein bisschen thematisch mit hier rein. Ja, geht auch. Zack. Wie viel Platz haben wir denn? Gut. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo haben wir denn eigentlich den... Ah, der ist drüben in der großen Halle. Der Wickler. Beziehungsweise die Presse. Ein Wickler ist es ja gar keiner. So. Zack. Ja, gut, da hängt jetzt der Düngewagen dran. Aber ich denke... Doch. Wir nehmen den Fendt. Dann legen wir mal hier kurz das Gewicht ab. Ich denke, da wird jetzt keiner hier zur Tür rein müssen. Huch, was war das jetzt? Man hat sich vermutlich irgendwo am Zaun verhakt. Aufklappen. So, dann starten wir hier das Ganze. Und der müsste ja uns eine Schwart machen, oder? Ja, ja, natürlich. So, dann schicken wir den mal los. Man sollte hier mal kräftig arbeiten und wir machen wieder Ballen, weil mit dem, wie gesagt, der Ladewagen, der ist voll. Wir müssen mal kurz reinschauen, wie es denn überhaupt aussieht bei den Kollegen Schäfchen. Oh, die haben Nachwuchs bekommen, sehr schön. So, die Gesamtkapazität nimmt jetzt auch ein bisschen ab, aber da kriegen wir keinen Ladewagen groß rein. Das macht nicht viel Sinn. Da können wir also noch ein paar Monate die Tierchen versorgen und ich gehe mal davon aus, dass wir davon hier jetzt auch jetzt ein paar Ballen ja kriegen. So, okay. Ja, da ist die Presse. Ach, das ist ja gar keine Krone, gell? Das ist eine Kuhn, oder? So. Ah, ich glaube, wir haben günstig eingekauft. Apropos günstig einkaufen, ich habe gar nicht drauf geachtet. Haben wir irgendwas Interessantes? Oh, Göweil-Wickler. Einen Göweil-Wickler, der ganz schön ramponiert aussieht. Also der sieht ja wirklich böse gebraucht aus. Können wir was damit anfangen? Im Moment glaube ich nicht. Also Silage, darauf gehen wir jetzt nicht. Ganz im Gegenteil, wir werden ja das Grasfeld jetzt auch aufgeben. So, jetzt muss ich dann doch mal die Hilfe nochmal einschalten, denn ich muss jetzt mal schauen. Was haben wir denn für eine Ballengröße? 180 cm. Ja, das war so bewusst gewählt. Das passt doch. So, dann können wir eigentlich auch automatisch die Ballen ablegen, oder? Na, schauen wir mal. So, da werden wir jetzt ein paar Mal hin und her fahren müssen. Ja, ja, das wird sich ein bisschen ziehen, so wie ich gerade sehe. Ja, da werden wir vermutlich pro Bahn einen Ballen haben. Aber ich habe ja auch nichts anderes zu tun im Moment. So. Und ablegen das Ganze. Zack. Ja, stimmt, wir müssen da ein kleines bisschen mal vorfahren. Wegen der Größe der Ballen. 180er sind schon ganz schön heftig. So, wegen dem Wendekreis, dann nehmen wir einfach jede vierte Bahn oder jede dritte. Sehr schön. Okay, also das geht ja relativ zügig, muss man ehrlich sagen. Dadurch, dass man jetzt auch nicht ganz so viele Tiere oder sonstige Produktionen, Gewächshäuser oder sonstige Sachen hat,
oder Apfelbäume, so wie auf der Galgenberg, die wir ja auch wieder zocken. Muss man einfach sagen, das geht hier alles relativ zügig und geschmeidig. Wir könnten dann auch mal gucken, ob wir vielleicht doch noch den ein oder anderen Ernteauftrag... Ah! Okay, Kollege. Machen vielleicht hier übergangsweise, um noch ein bisschen Kohle zu machen. Aber wir stehen ja eigentlich finanziell sehr, sehr gut da, denn wir haben ja als, ich weiß es jetzt gar nicht, neuer Farmer oder was ähnliches, also auf jeden Fall ohne Gerätschaften und haben ja mit 1,5 Millionen angefangen. Und man sieht ja auch, dass wir hier im Moment ja jede Menge also Optionen haben, was auch den Kredit angeht. So, jetzt wollte ich aber eigentlich schauen wegen Aufträgen. Oh, da gibt es einen Ernteauftrag. Mhm. Ja, gut. Also wir haben hier einen Drescher und, oh, Ballenpressen. Ja, gut. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen wollen. Aber nichtsdestoweniger passt das soweit. Wir haben wieder gut zu tun. Gar keine Frage hier auf der wunderschönen Map Zielonka. Das soll es dann auch wieder für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sind also hier voll in der Action und werden gleich den nächsten Ball hier ablegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich auch bei allen neuen Abonnenten, die diesen Kanal hier abonniert haben. So ein bisschen langsam, damit wir das alles zusammenkriegen. Ich sage Dankeschön und freue mich auf euch im nächsten Video hier, wenn wir wieder die wunderschöne Zielonka spielen in unserem Projekt Krautschlägel. Und sage bis dahin, tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfahrer.